Community, schaffen wir die 10.000 Likes? Trag doch ebenfalls mein Creator-Code ein. Buri. Like das Video, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke oder du wirst die nächsten 10 Jahre Pech haben. Kuss geht raus. Ach ja, folgt mir unbedingt auf Instagram. Buri_44. Sonst klatscht es, Junge. Also, Jilla, viel Spaß mit dem Video. In diesem Video. Du willst ihn ja gerade einfach wegnehmen, wo wir dir sagen, dass wir glücklich zusammen sind. Was für wegnehmen? Ja, ich will ihn gar nicht wegnehmen. Ich gönn dir einfach nicht. Ich gönn's dir einfach nicht. Ja, ich sag's dir ganz ehrlich. Dir. Du sagst mir, dass du mein Freund verliebt bist. Hallo? Was geht ab, Mann, Community? Ich bin gerade eine Runde mit Leonie und Mello drin. Und zwar werden wir heute in diesem Video Leonie pranken, dass Mello und ich zusammen sind und uns lieben. Aber Leonie weiß nichts davon. Ich glaube, wir sind mies gespannt, wie die Reaktion der besten Freundin sein wird. Wir fangen auch direkt an. Hallo? Hi. Hallo. Was geht, Shabab? Was geht ab? Leonie, wir wollten dir etwas sagen. Ja. Und zwar liegt uns was im Herzen. Also, du weißt ja, dass Mello und ich schon lange zusammen Videos machen. Ja. Und auch viel zu tun haben. Und wir wollten halt, dass du es als Erster erfährst. Ja, weil du halt auch meine beste Freundin bist. Genau. Ja. Warte mal, was? Ja. Mello und ich sind ineinander verliebt. Ja. Ist das gerade ein Joke, oder? Nein, freust du dich nicht? Ey Leute, ich war Pushetalk, weil ich kann nicht anders. Ich kann es gar nicht glauben, hä? Was? Warte mal, Mello? Ja. Du warst doch gestern noch mit diesem einen Elias da gechillt, der mit diesem Iconic. Hä? Nee. Ich hab doch mit dir gestern telefoniert und dann hast du gesagt, ja, ich chill grad mit dem, ich kann jetzt nicht mehr. Ja, und? Ist es schlimm? Ich meine, ich ist dann... Tja, sorry, aber wenn du jetzt wirklich was von Buri willst, dann wirst du sowas doch nicht machen, ne? Hey, was mach ich? Ich spiel doch ganz immer mit anderen Leuten. Ich dachte, du als meine beste Freundin freust dich für mich. Freust du dich nicht? Was, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Das Ding ist, ihr sagt es mir jetzt etwas spät. Warte mal, wie lange seid ihr denn schon zusammen? Seit gefühlt einem Monat schon, aber wir lieben uns seit 4 Monaten. Ja. Warte mal, Mello, willst du mich gerade verarschen, oder? Nein. Du willst mich gerade verarschen? Ist das ja gerade dein Scheiß Ernst? Warum? Ich dachte, du freust dich. Ja, hallo. Ihr seid seit einem Monat zusammen und du hast mir nichts gesagt. Nix. Ist das gerade dein Scheiß Ernst? Jetzt for real. Was soll das? Ich sag's doch jetzt. Hey, warum ist das denn so schlimm? Freut dich doch für uns. Einen Monat später wirst du mich gerade auf den Arm nehmen. Einen Monat später. Ja, komm. Wenn du es gar nicht gesagt hättest. Was denn? Was? Du bist ja die beste Freundin und ich hatte die Idee, dass wenn wir eine Tochter bekommen, sie nach dir benennen. Was? Ach so. Okay, das ist jetzt ein bisschen cringe, aber... Hä, warum cringe? Das ist für die Ehre. Ja, freu dich doch einfach mal. Nein. Doch. Ganz ehrlich, du sagst einfach nichts davor. Das ist doch komplett ehrenlos. Ganz ehrlich, ich sag dir immer alles direkt. Was machst du? Du sagst mir nicht mal nach einem Monat später. Safe, das war Buris Idee, das zu sagen. Du hättest mir das in 3 Monaten noch nicht gesagt. Oh mein Gott. Doch, ich hätte es dir gesagt. Nein. Ich brauchte einfach nur Zeit zum Überlegen, wie es ist. Ja, komm, Zeit. Ich sag dir alles immer direkt, sobald ich jemanden süß oder so finde. Du weißt es direkt als Erster. Und du sagst mir nicht mal, wenn du mit Buri zusammenkommst. Leonie? Ja. Warum drehst du überhaupt so am Rad? Das verstehe ich nicht. Bist du irgendwie eifersüchtig auf unser Glück oder? Ja. Was ist das Problem jetzt gerade? Naja, nein. Ich weiß nicht. Hä, jede beste Freundin würde sich doch freuen. Also irgendwas ist hier im Busch. Natürlich, ich freue mich ja auch für... Nein, ich weiß nicht, Mann. Buri, ich mag dich ja auch so. Keine Ahnung. Was? Du magst ihn auch so? Was? Das geht bei dir ab, gerade. Ja, Mello, ich... Keine Ahnung, wir machen auch immer Videos und das ist einfach so... Ja, du bist halt auch so nett und ich weiß nicht. Irgendwie, ja, und? Naja, irgendwie finde ich das gerade scheiße von euch. Und warum findest du das scheiße, wenn wir beide uns lieben und wir sagen, dass wir zusammen sind? Das ist so cringe. Ich liebe Mello. Mello liebt mich. Mann, Mello, das ist doch gerade nicht dein Ernst, oder? Du chillst doch mit diesem einen Typen die ganze Zeit. Wie kannst du jetzt auf einmal ihren anderen Freund haben? Ich weiß doch nicht einmal, von welchem... Hä? Meint ihr, Leonie steht auf mich? Oder das wäre anders cringe. Es gibt kein Elias in meinem Leben. Mhm. Kein Buri, ich kann dir zeigen, ne? Sie hat mir Screenshots und so gesendet. Ja. Ich kann dir zeigen, ja. Was für, Photoshop, du hast letztes Mal mit dem... Regelt.
Auf jeden Fall. Ist ja nicht so, dass du letztes Mal mit dem telefoniert hast und mir ein Bild geschickt hast, ne? Nein. Du doch nicht, Mello. Ja, ich glaube, du. Nee, was ist jetzt gerade deine Intention? Du willst ihn ja gerade einfach wegnehmen, wo wir dir sagen, dass wir glücklich zusammen. Was für wegnehmen? Ja. Ich will ihn gar nicht wegnehmen. Ich gönn dir einfach nicht. Ich gönn's dir einfach nicht. Ja, sag's dir ganz ehrlich. Ja, nein. Wieso sollte ich dir gönnen? Ganz ehrlich. Oha, die gönnt nicht. Ey, warum bist du so ein Monster gerade? Gönn doch einfach. Ja? Wir sind glücklich zusammen. Und du sagst eiskalt so, nö, der und der. Und du sagst. Ach komm, Alter, das ist gerade wieder so scheiße von euch. Weißt, keine Ahnung, Mann. Das du sagst, du magst mich, ist doch okay. Dann magst du mich und freust dich für uns. Ist doch cool. Buri, ich glaube, du verstehst es nicht. Hä, was denn? Gesagt. Naja, wie soll ich sagen? Ja, heraus. Keine Ahnung, ich glaube irgendwie, dass ich Selbstgefühle für dich habe. Das tut mir ja gerade weh, ich weiß nicht. Was? Hä? Du was? Hast selber Gefühle? Bist du gerade verarscht? Was ist daran so schlimm? Ich muss es gerade sagen, wenn ihr schon mit sowas kommt. Hallo. Was? Sag, dass du mir alles sagst, Kappa. Fettes Kappa, nix sagst du mir. Erst jetzt. Was? Ey, wie soll ich dir denn das sagen? Ja, ich konnte es gerade nicht. Ja, es ist auch noch nicht so lange so, Mello. Ich hab das auch erst seit ein paar Tagen gemerkt. Okay. Ich bin enttäuscht von dir, Juni, ey. Du sagst mir eiskalt, dass du mein Freund. Ich bin enttäuscht von dir. Du sagst mir, dass du mein Freund verliebt bist. Hallo? Oh, das klingt so cringe. Dein Freund, Alter, du hast safe noch 10 andere Beziehungen. Sag ganz ehrlich. Jedes Mal erzählst du mir von 9 Typen. Ja, komm, nee. Ey, was ist das für ein Prank, Mann? Der Prank eskaliert. Mhm. Ja, nur weil du sagst einfach, dass du ein Girl bist. Und Kar, wie viele Typen am Start hast. Jetzt for real. Oh mein Gott. Die hat das F-Wort gesagt. Was für ich? Wem denn? Komm, Bruder. Die hat so Hobbits genommen. Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott, das ist ein Prank bei einem Prank. Ich hab ja fast sicher. Oh mein Gott, geil. Ja, auf jeden Fall. Hat man gesehen letztens, ist klar. Buri, ja, weil du auch meinen Insta-Account hast, ne? Alter, Buri, ganz ehrlich, sie ist so falsch, Alter, das wird keine Beziehung, vertrau mir, das hält höchstens eine Woche und dann ist aus. Hä, wieso sollte sie so hochhalten? Ja, weil sie dann wieder einen neuen Typen am Start hat, so wie immer. Meinst du, mit dir würde es länger halten? Ja, auf jeden Fall, also ich bin zumindest nicht so wie sie. Wie bist du denn? Du bist nicht wie ich? Du klaust, du spannst mir gerade meinen Freund ab. Wo denn? Wo spanne ich ihn gerade aus? Ich warne nur vor von dir. Du erzählst Lügen. Ey, ich schieße jetzt komplett hoch. Nein, ich erzähl keine Lügen. Doch, ey, Buri, ich send dir dann Screenshots über Insta, ganz einfach. Nee, ganz ehrlich. Was für Screenshots? Ja, was sie mir denn immer mit ihren Typen schickt. Ja, hä, genau. Wie, was schickt sie denn? Es gibt ja keine Typen. Was die da für Chats hat, Alter. Wie jedes Mal schwärmt sie von den Neuen, alle 2 Tage. Jetzt gerade eben von diesem einen Elias da. Hallo? Stute? Halt und dich vor zurück. 3 Tagen war es noch irgend so ein Mehmet, Alter. Nee, ganz ehrlich. Was für ein so Mehmet? Mädchen, übertreib mal nicht in Lage. Oh mein Gott. Ex an, ey. Ja, aber meinem Ex. Ja, weil du musst ja noch. Weißt du, die Beziehung ist sowieso wegen dir kaputt gegangen, ne? Genau. Sag ehrlich. Wegen, komm. Wir wissen es beide, komm. Was hab ich gemacht, bitte, Mädchen? Chill mal, ey. Was geht bei dir gerade? Was kann ich dafür, wenn du auf mich eifersüchtig dein Freund irgendwie sich an mich klären will? Dafür kann ich nichts. Wenn deine Wo war ich denn da bitte eifersüchtig? Ne, du hast alles kaputt gemacht. Dann hast du irgendwelche Scheiße erzählt, weil ich einmal was mit jemand anderem gemacht habe. Weil wir einmal mit einem anderen Typen draußen waren. Ja, komm. Shababs. Die drehen komplett durch. Ich habe jetzt Mello Bescheid gegeben, dass sie sagen soll, dass sie mich teilen würde. Mal schauen, wie sie darauf reagiert. Mello, du kannst jetzt direkt anfangen. Leonie? Was? Also ich merke ja schon, dass du mega pisst bist auf mich und auch so Gefühle für ihn hast. Weißt du, was ich meine? So. Ach, und ich wirklich? Überlegt, ja, guck mal, ich habe ja überlegt, er geht ja quasi jetzt nur mir. Und wir können es ihn halt, wie gesagt, auch teilen, wenn du möchtest. Also so die eine Hälfte kriege ich, die andere du. Wärst du damit einverstanden, Leonie? So, ich meine, beste Freunde teilen sich doch alles. Wie willst du ihn teilen? Was laberst du da für eine Scheiße? Nee, also, ich hab gern einen Dreier. Ja, komm, was machen? Montag kriegst du ihn, Dienstag krieg ich ihn, Donnerstag und so weiter und so weiter. Wir teilen ihn auch. Ach komm, Alter. Nee, auf sowas habe ich gar keinen Bock. Doch? Ich dachte, du liebst ihn, dann teil ihn doch auch. In der Liebe lernt man das teilen. Da ja, braucht man aber nicht dich dabei. Was? Wir sind beste Freundinnen, warum nicht? Hä? Natürlich. Komm, du laberst mir so viel Scheiße. Komm, nein, hör auf damit. Freunde, ich würde sagen, wir lösen das Ganze jetzt auf. Langsam wird's mir zu cringe. Leonie? Was denn? Wir haben die Showbiz genommen, Lan! Ey, wir sind nicht zusammen oder wir lieben uns. Was?
Wollt ihr mich verarschen, Alter? Was ist mit euch? Alles abgekauft. Ja, so. Der Bitch, Alter. Das soll über sowas schon Spaß machen. Ganz ehrlich, was ist mit euch? Das war lustig. Das war's mit dem Video, Freunde. Der Prank war ziemlich cringe, aber trotzdem lustig. Checkt auf jeden Fall die Mädels ab. Den Link zu ihren YouTube-Kanälen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Neben meinem Kopf erscheinen noch weitere Videos von mir. Schaut sie euch auch unbedingt an. Haut rein und schaut rein. Euer Buri.